Sagen die Leute so, hey, hallo Herr Anwalt? Oder nennen die dich? Herr Anwalt, Herr Anwalt. Ja, du darfst mich auch Tim nennen, aber die meisten sagen Herr Anwalt. Ja. Aber wenn du meinen Namen Tim droppst, ist für viele auch interessant vielleicht. Ja, viele wissen die Leute, dass du Tim heißt? Die Hälfte so ungefähr, die andere Hälfte vielleicht nicht so richtig. Tim Hendrik. Meinen Nachnamen will ich nicht sagen. Lass mich lieber. Ja. Okay. Also mein Name ist auf jeden Fall auch leider schon geleakt worden, aber ich habe einen falschen Namen angegeben. Ich heiße gar nicht Julian. Herr Anwalt auf TikTok und ich reagieren auf TikTok. Bevor wir hier weiter quatschen, lasst uns reingehen in die Like-Liste von Thomas. Ganz klar, bitte Leute, Thomas hat die Sachen geliked. Ich hafte für gar nichts hier. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Guck. Thomas. Aber nicht, dass ich wüsste, wie das geht, ne? Aber so sah das jetzt aus. Das stimmt auch wohl in der Anwaltsszene. Ich glaube, so ein paar Strafverteidiger-Kollegen, da muss man das machen, um in bestimmte Kreise vielleicht reinzukommen. So ein Clan-Boss, der will erstmal testen, ob du auf seiner Seite bist vielleicht. Oh, klingt, das hättest du da Erfahrung machen müssen. Nein, ich mach Familienrecht. Ich gehe jetzt kacken auf Toilette, richtig? Auf Toilette, richtig? Alles gut. Alter, meine halbe For You-Page ist alles voll mit Johnny Depp und Amber Heard. Ich habe ja auch ein YouTube-Video dazu gemacht und da musste ich so ein bisschen recherchieren und seitdem, ich sehe halt das halbe Verfahren nur noch über TikTok gefühlt. Ja. Es ist unglaublich, was da passiert. Ja. Gibt's Leute, schreibt mal in die Kommentare, der es irgendwie momentan nicht mitbekommen hat, weil ich kenne nur Leute, die es mitbekommen haben. Ein paar tatsächlich. Ja. Ich glaube, die meisten bekommen immer Ausschnitte mit, aber checken nicht so richtig, was jetzt eigentlich der Hintergrund ist oder wer wen verklagt oder dass das jetzt gar nicht vom Strafgericht ist, sondern Zivilprozess eigentlich. Boah, stell dir vor, das ist alles einfach nur Method Acting für den neuen Film. Das wäre krass. Our teacher doing a tray flip in class. A tray flip? Hast du geskated? Kannst du skaten? Wie konnte ein Olli? Ja, ich kann gar nichts. Und ich konnte auch nie was. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich war eher die Inliner-Fraktion. Ich auch. Ich habe gebladet sehr viel. Okay. Konntest du auch so Saltos? Nein. Nee? Ich auch nicht. Nein. Okay. Ich konnte nur Double Saltos. You're gonna be late for work. Ah, oh, die ist super. Die ist so genial. We need your help. We? Come with me. Das ist Transition-Königin. Ja. Die wird auch immer aufwendiger, ne? Ja. Hey, don't forget this. Es sind ja auch verschiedene Locations, dann immer dieser Move am Ende. Und jetzt ist es schon mittlerweile einfach ein Placement für Dr. Strange. Ich finde es immer noch beachtlich, also bewundernswert, wie viele Influencer es immer noch nicht hinbekommen, die Sachen richtig zu kennzeichnen. Ja, gerade auf TikTok, weil die haben jetzt eine ganz einfache Möglichkeit geschaffen, dass man es einfach mit einem Häkchen aktiviert. Ja. Im Grunde. Warum macht YouTube das nicht? Gibt's auch, aber trotzdem müssen wir es nochmal reinschreiben. Es reicht noch nicht, diesen Häkchen da zu setzen. Ja. Also im Grunde, mega Tipp für jeden eigentlich, der das machen will, einfach mal bei den dementsprechenden Behörden nachfragen und fragen, wie es geht, wie man es machen soll. Ey, stopp mal kurz zu dem Song, ne? Ich kann das nicht mehr hören, weil ich immer höre, weil er wieder aussieht. Und wenn ich einmal gesagt habe, du kannst es nicht mehr hören. Ich kenne das, wie er wieder aussieht. Nee, ich höre immer, weil er wieder aussieht. Okay. So ein Agathe Power Song, Alter. Was ist das für ein TikTok? Okay, ja. Okay. Cool, weird, was Thomas liked. Also. Ich kenne nicht mal nur diese Pferdegesichter, die die Männer machen, wenn sie ein Video von Anchen sehen. Kennst du Anchen? Nee. Bekannte von mir, drehe ich manchmal so TikToks mit, reitet viel. Hab ich sehr lange gestalkt. Okay. Ja, kann ich dir mal vorstellen. Echt? Ja. Sehr nette junge Dame. Jetzt? Nein. Oh, okay, nice. Nein! Aus wie so kleine Kaktusdinger, die da so dran geploppt werden. Wie so ein Klettverschluss, Alter. Können wir mal ganz kurz appreciaten, wie süß ein Baby-Igel aussieht? Ist einfach ein Klettverschluss, Alter. Ja. Aber Igel sind schön. Ich liebe so das. Schön. Hast du einen Igel hier? Sieht aus wie so. Die sehen wirklich aus wie so Kaktusdinger, die einfach abgefallen sind. Oder wie so diese hässlichen Raupen. Diese ekligen, die giftigen. Ich wollte sagen, wie so ein Glied. ein Video, älteres Video von mir. Aber wie krass. Ist das schwer? Ich kann das nicht beurteilen. Du kannst das beurteilen. Ja, es ist schwierig. Ja, vor allen Dingen muss er halt mega krasse Körperspannung auch haben. Ja, das oder? Ist krankeste Körperspannung. Dass die Füße halt nicht runtergehen, während er springt, ne? So. Ja, auf einer Hand sogar noch am Ende. Ja, was soll ich sagen, ne? Okay, er sieht ein bisschen kleiner aus.
Deswegen ist es auch leichter. Okay, also hat man einen Vorteil dabei? Ja, also für sowas auf jeden Fall. Okay. Every time I see this house in London, I wonder how people live there. Also die Leute fragen sich, wie kann man hier drin wohnen, weil das so dünn ist. Okay. Ach so, das war's. Ich glaube aber, es ist eine optische Täuschung. Wie nennt man diese mathematische Form? Wenn es nach hinten hin noch mal breiter wird. Pyramiden? Ach so, das ist dreieckig. Ich würde sagen, es läuft spitz zu, aber nach hinten hin wird es wahrscheinlich breiter, könnte ich mir vorstellen. Die Kommentare, ey. Bester Kommentar. Morgen wieder im Stehen schlafen. Ey, die Kommentare sind manchmal echt gut, ne? Ja. Aha. Okay, das habe ich natürlich nicht auf meiner For You-Page. Nee, hast du sowas sicher nicht? Selten. Was hab ich dann auf der For You Page, aber es natürlich ist wirklich gut. Es ist wirklich schön. Jetzt muss doch irgendwas passieren, oder? Es ist, glaube ich, rein ästhetisch. Boah, sieht aber echt schön aus. Wirklich gut. Also wenn ich das könnte, würde ich das wirklich jeden Abend machen. Ich würde dann zusehen. Meet the two most looked down brothers in high school. Was heißt nochmal looked down? Achso, dass die Leute herabgeguckt. Okay. Lass mal raten, was sie jetzt sind. Okay. Nee, ich sag, sie haben mega Muskelpakete. Oder Muskelpakete, Okay. Ja, okay. Das sind die doch nicht. Doch, nein, das sind zwei andere Menschen, das sind Zwillinge auf einmal. Sag mal. Nein, das sind die nicht. Was ist das denn, Fake? Ja, geil. Weiß ich nicht. Aber stell dir mal vor, die begegnen dir, Alter. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn die vor mir stehen, so nackt. Ich so, okay, könnte ich bitte durch? Muss wirklich noch Butter kaufen. Sieht einfach aus wie so Dragon Ball Figur. Ist echt so, ja. Okay, würde ich auch gerne mitboxen? Weiß ich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Aber so. Boah. Also ich muss ja sagen, das ist so eine Sportart, wo ich einfach unendlichen Respekt vor habe. So gegen jemanden in den Ring zu treten, so reden darüber, okay, aber wirklich da rein, würdest du machen? Würdest du in den Ring steigen? So? Kommt drauf an, gegen wen? Du gegen Rezo? Also wir spüren die Fäuste des anderen so tief in uns, dass wir wissen, wann der andere zuschlägt. Ja. Das wäre ein fairer Fall. Das würde ich jetzt so sagen. Würde ich auch sagen. Von der Gewichtsklasse und sowas. Ja, ne? Gegen dich würde ich auch, weil du ja Angst hast. Okay. Das würde ich ausnutzen. Okay. Ich habe aber mal Krav Maga gemacht, ne? Krav Maga? Was ist das? Krav Maga ist israelische Selbstverteidigung. Die sieht aber böse aus, ne? Die können schon richtig Antagonisten so einem Film sein, einfach. Ja. Und dann auf einmal so. Wenn so ich frag mich einmal, ob sie sehr gut falten kann, frage ich mich jetzt gerade. Oder ob sie sich einfach gut vermarktet so. Mhm. Ne? Oder ob sie eine richtig krasse Kämpferin auch das ist. Stimmt. Also wie gesagt, alleine in den Ring zu steigen ist schon mega, aber... Voll. Es ist krass, wenn, guck mal, so ernst wie sie ist, wenn sie dann lächelt, hat dieses Lächeln einen ganz anderen Impact. Ja. Denkst einfach nur so, ich krieg keine Schläge heute. Oh, leiser. What's your favorite curse word? Probably fuck. Kennst du die? Die kenne ich nicht. Du? Die ist sie war damals Weinerin, dann ist sie auf YouTube übergestiegen, hat YouTube komplett zerrissen, ihr Video hat einfach 10 Millionen Klicks gemacht von ihr, hat eine eigene TV-Show, ich glaube auch auf Netflix oder war es Amazon Prime, I don't know. In allem, was sie macht, ist sie immer erfolgreich. Klappt, ja? Ja. Das kriegen wir auch hin, oder? Das müssen wir kriegen, oder? Sollen wir es machen? Das kriegen wir auch hin, oder? Willst du es machen? Ja. Okay, du bist ja stimmt, du bist ich, ja direkt... Ich mach einfach nur den hier und du machst den anderen. Und ich muss es schwerer machen? Ja. Ja, wer weiß, vielleicht ist das viel schwerer, was ich habe. Jetzt muss ich das machen. Von hier... Hätte ich nicht gedacht, dass ich heute so viel Spaß haben kann. warte. Auch noch zeigen. Wir schaffen das. Guck jetzt gleich. Du musst nur die Ballons halten, Alter. Und die sind auch ein bisschen cooler als und wir. Und die hat Schuhe. Wo? Und die ich muss auch noch in die Richtung zeigen, Alter. Freunde, machen wir mal ganz kurz hier auf Pro. Knie treten. Alles gut. Okay. Oh, Scheiße. Wir haben es hinbekommen. Aber hat man es gesehen? Es war sehr gut. Ja, okay, die Leute sind begeistert. Ich höre Applaus schon. Autogramme, sorry Leute, Autogramme gibt es später auf jeden Fall. War richtig schwer, ja. Guck mal, kann man jetzt zu Hause nachmachen? Wir haben es getestet für euch. For free!